Hallo und willkommen zu meinem Vortrag WebUI – Erste Einblicke in die nächste UI-Generation. In den nächsten 90 Minuten ungefähr geht es um einen Ausblick auf zukünftige Express++-Anwendungen und die Art und Weise, wie diese entwickelt werden. Dabei werden uns neue Technologien und Merkmale im Bereich der Benutzeroberfläche begegnen, aber auch Änderungen im Bereich der gesamten Anwendungsarchitektur. Grob gesagt gliedert sich der Vortrag in zwei große Blöcke. Im ersten Block geht es um einen Ausblick auf zukünftige Benutzeroberflächen und deren Entwicklung. Auch die eben angesprochene neue Anwendungsarchitektur wird ein Teil dieses Blocks sein. Und im zweiten Block geht es dann darum, wie auch bestehende Express++-Anwendungen von den neuen Merkmalen profitieren können. Los geht's mit einer Einführung in Form eines Überblicks. Und natürlich gibt es jede Menge Demos. Zum Einstieg, die WebUI. Was ist das eigentlich? Welche Technologien sind enthalten und was war eigentlich die Motivation für deren Entwicklung? Im Namen WebUI steckt ja schon drin, dass das alles irgendwie etwas mit der Oberfläche, mit der UI zu tun hat. Aber eigentlich geht es um sehr viel mehr. Es geht darum, Express++-Entwicklern Zugriff auf moderne Oberflächentechnologien zu geben. Und dabei hilft die schon erwähnte neue vereinheitlichte Anwendungsarchitektur. Es geht auch darum, dass zukünftig die Benutzeroberfläche möglichst ohne Express++-spezifisches Know-how entwickelt werden können soll. Das ist insbesondere für diejenigen unter euch wichtig, die sich in der Situation sehen, dass neue Mitarbeiter ins Projekt integriert werden sollen. Und dies sollen zukünftig, zumindest im Bereich der Benutzeroberflächen, eben auch nicht Express++-Entwickler sein können. Außerdem gibt es jede Menge UI-Komponenten, Framework und Services online im Internet. Und wir möchten euch mit der WebUI und mit den darin enthaltenen Technologien Zugang zu diesem Komponentenrepository geben. Wichtig ist uns an dieser Stelle, deswegen möchte ich es explizit auch nochmal betonen, wir möchten nicht, dass wenn ein solches UI-Framework im Kontext der Express++-Anwendung eingesetzt wird, dass irgendwelche Express++-spezifischen Anpassungen nötig sind. Nein, wir möchten, dass ein solches Framework, wenn es runtergeladen wird, beispielsweise aus dem Stand läuft in der neuen Express++-Umgebung. Ich sage es auch gleich vorneweg. Wir sprechen hier von HTML und CSS und JavaScript-basierten Frameworks und Services. Auch wichtig ist uns, wie gesagt, dass auch bestehende Express++-Anwendungen von diesen neuen Merkmalen profitieren können. Schauen wir uns zum Einstieg vielleicht einmal an, wie eine zukünftige Express++-Anwendung und deren Oberfläche aussehen könnte. Was man hier abgebildet sieht, ist die sogenannte Digital Signage App. Diese war geplant als eine Art Konferenzdisplay. Das heißt, wir hatten vor, auf einer Entwicklerkonferenz Displays aufzustellen an den Tagesräumen, auf denen diese Anwendung laufen sollte und die Informationen zum jeweiligen Raum, wie die aktuell laufende Session, also der aktuelle Vortrag, der nächste Vortrag, die sich im Raum befindlichen Teilnehmer, die verbleibende Zeit und so weiter, angezeigt werden sollte. Wir hatten große Pläne mit diesem Projekt. Wir hatten zum Beispiel auch vor, Lichtschranken an den Türschwellen anzubringen, damit wir automatisch tracken konnten, wer sich wie bewegt und das Display von dieser Digital Signage App entsprechend updaten konnten. Umgesetzt wurde einiges davon. Nicht alles hat geklappt, aber trotzdem ist diese Anwendung, denke ich, ein gutes Beispiel, wie
eine moderne Express++-Anwendung, die Oberfläche aussehen könnte in der Zukunft. Man sieht schon auf den ersten Blick, dies ist keine Oberfläche, die auf den Standard-Windows-Komponenten beruht. Stattdessen ist es ein frisches und, wie ich finde, ansprechendes Design mit, ich hatte die Anwendung am besten mal, damit man ein bisschen sehen kann, wie sie sich verhält mit ihrer Oberfläche. So, das ist die Digital Signage App. Ich habe hier auf der linken Seite so ein Aufklappmenü, in dem ich die unterschiedlichen Sichten der Anwendung erreichen kann. Ich kann eine Raumübersicht aufrufen. Hier aktuell haben wir einen Tagungsraum, 20 Personen und eine Raucherecke. Da schon mal auch gerade vier. Ich habe die Übersichtsseite, von der haben wir schon gesprochen. Da wird mir der aktuell laufende Vortrag angezeigt. Ich kann sehen, was als nächstes kommt. Ich sehe die Teilnehmer und die verbleibende Zeit. Und zu guter Letzt habe ich in dieser Version der App noch eine Einstellungsseite, wo ich aktuell einen Demo-Modus auswählen kann, der auch die Zeit simuliert. So, ich denke, ja, man kriegt schon einen ganz guten Einblick davon, inwiefern sich so eine Oberfläche unterscheidet von dem, was wir von Standard-Windows-Anwendungen gewöhnt sind. Ich habe ja schon die Oberflächenelemente selbst erwähnt, das Aufklappmenü hier. Ich habe hier so Kacheln mit den angezeigten Informationen und in dieser Anwendung ist es zum Beispiel auch so, das hat man ja auch schon gesehen, wenn ich hier im Menü navigiere, dass die unterschiedlichen Sichten der Anwendung im Anwendungscontainer selbst gewechselt werden. Das heißt, es handelt sich hier bei dieser Digital Signage App um einen Vertreter einer sogenannten Single Page Application. Das heißt, alles lebt in diesem Anwendungscontainer und die Sichten werden innerhalb dieses Fensters auf dem Desktop gewechselt und es gehen zum Beispiel keine neuen Fenster auf, um den Benutzer nicht von seiner Arbeit abzulenken. So. Schauen wir uns an, wie das Ganze implementiert ist. Und wichtig ist, alles beruht auf einer strikten Trennung der verschiedenen Anwendungsschichten. Das heißt, die Oberfläche ist getrennt von der Anwendungslogik, auch die Datenhaltung, das heißt der Zugriff auf die Datenbank und die darin enthaltenen Tabellen strikt separiert voneinander. Und konkret kam in diesem Projekt in der Digital Signage Application ein sogenanntes MVC-Modell zum Einsatz. MVC ist ein Entwurfsmuster für die Anwendungsarchitektur. Das gucken wir uns gleich noch im Detail an. Diese strikte Separation nach Zuständigkeiten hat viele Vorteile. Zum einen wird durch eine solche Architektur die Entwicklung von verteilten Anwendungen möglich. Das heißt, es ist zum Beispiel möglich, die Oberfläche auszulagern und auf einem ganz anderen Gerät ausführen zu lassen, wie zum Beispiel einem solchen mobilen Endgerät. Es ist außerdem so, dass wenn die Anwendungsschichten im Code der Anwendung in der Implementierung nicht mehr so eng verzahnt sind, wie man das im bestehenden Express++-Anwendungen gerne sieht, dass man dann, wenn zum Beispiel der Anwendungstyp gewechselt werden soll, wenn ich zum Beispiel das Oberflächenframework austauschen muss, weil ich statt einer Desktop-Anwendung jetzt ein mobiles Frontend unterstützen will, dass ich trotz eines solchen grundlegenden Eingriffs ins Projekt trotzdem noch viel Code weiterverwenden kann. Ich habe die Anwendungslogik separiert, ich habe die Datenhaltung separiert, das heißt, das kann ich unverändert oder weitestgehend unverändert weiterverwenden, auch wenn sich
die Oberfläche entsprechend ändert wie in dem skizzierten Fall. Wichtig ist, dass diese vereinheitlichte Anwendungsarchitektur über alle Anwendungstypen ähnlich sein soll zukünftig. Das heißt, unabhängig davon, ob ich eine Webanbindung entwickle, ob ich eine Desktop-Anwendung habe oder ein mobiles Frontend entwickle, die grundlegende Anwendungsarchitektur soll immer ähnlich sein. Im Fall der Digital Signage App kommt, wie gesagt, das sogenannte MVC-Entwurfsmuster zum Einsatz. MVC steht für Model, View und Controller. Und das ist, wie gesagt, ein Entwurfsmuster für die Anwendungsarchitektur. Das heißt, das gibt vor, wie die unterschiedlichen Anwendungsschichten zu separieren sind. Es gibt unterschiedliche Modelle. Statt MVC gibt es MVVM, MVP und so weiter. In diesem Projekt, wie gesagt, ist das hier die Architektur MVC. Und das setzt sich zusammen zum einen aus den Models. Das sind die Teile der Anwendung, die für die Datenleitung zuständig ist. Das heißt, an dieser Stelle in den Models wird auf die Datenbank zugegriffen und aus den Tabellendaten gelesen und in sie geschrieben. Wichtig ist, dass sich die Anwendungsarchitektur zukünftig direkt auch in der Projektstruktur widerspiegeln soll. Man sieht das hier schon auf der rechten Seite. Das ist der Projektmanager unserer Workbench. Hier habe ich ein Unterverzeichnis Models, in dem die unterschiedlichen Modelle der Anwendung abgelegt sind im Quellcode. In diesem Fall sind das XPS++ Klassen. Das heißt, ich habe hier ein Model für die Verwaltung der Raumdaten, eins für die Session-Daten und so weiter. Das sind also die Models, das M in MVC. Kommen wir zu den Views. Das ist die eigentliche Oberfläche der Anwendung. Und in diesem Projekt sind die Views implementiert mit CXP, den Compiled XPS++ Pages. Wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass das Schöne an CXP ist, dass ich statischen HTML-Code mischen kann mit XPS++-Code, der dann zum Zeitpunkt der Anzeige ausgeführt wird und es mir damit möglich macht, dynamisch und zur Laufzeit zum Beispiel Oberflächenelemente einzuschießen, in Anführungsstrichen, also mir generieren zu lassen, wie die unterschiedlichen Kacheln in der Raumübersicht beispielsweise. Auch hier habe ich ein Unterverzeichnis in meinem Projekt, ein Unterverzeichnis Views, in dem meine Sichten, meine CXP-Pages abgelegt sind. Ich habe eine View für den ganzen Anwendungscontainer, das heißt das Framework, in dem das Ganze lebt. Ich habe einen für die Menüabbildung, ich habe eins für die Raumübersicht, für die Session-Informationen und so weiter. Statt CXP könnten, das sieht man ja auch hier bei der Settings View, das heißt bei der Einstellungsseite, können unterschiedliche Technologien zum Einsatz kommen. Also statt CXP kann hier im Projekt auch HTML, also statische HTML-Seiten verwendet werden. Es könnten aber auch die Views, wie gesagt, angezeigt werden auf eine ganz andere Art und Weise, zum Beispiel in einem mobilen Webview auf so einem mobilen Endgerät. So viel zu den Views. MV, jetzt fehlt noch das C. Das sind unsere Controller. Die Controller, nach der reinen Lehre zumindest, sind die Mediatoren zwischen den einzelnen Anwendungsschichten. Das heißt, hier wird gesteuert, wie die Daten
angezeigt werden für den Benutzer, wie Daten abgefragt werden, wie sie abgelegt werden in der Datenbank. Und in diesem Projekt hier ist es so, es ist ja nicht so umfangreich, dass eigentlich die gesamte Anwendungslogik an dieser Stelle, sprich in den Controllern liegt. Wichtig ist, dass die Schnittstellen in diesen Controllern von extern im Zugriff sind. Das heißt, es ist möglich, von außerhalb der Anwendung beispielsweise, jetzt sind wir wieder bei diesem Anwendungsfall hier zum Beispiel, oder auch von innerhalb einer CXP-Page, das heißt aus einem View heraus, anzusteuern. Das heißt, es gibt Schnittstellen meiner Anwendungslogik, die ich von außen erreichen kann. Und das wird realisiert über Endpunkte. Wer sich schon mal mit unseren Webhändlern auseinandergesetzt hat, weiß ungefähr, worum es geht. Es geht darum, Schnittstellen, sprich Methoden zu exponieren und über einen solchen Endpunkt erreichbar zu machen, beispielsweise über eine REST-Schnittstelle. Im Projekt selbst ist das auch wieder reflektiert durch ein eigenes Unterverzeichnis. Das heißt, ich habe ein Unterverzeichnis Controllers und hier gibt es einen Controller für die Verwaltung der ganzen Anwendung, einen für die Räumeverwaltung, für die Sessions und so weiter. So viel zur Architektur der Digital Signage App. Wie gesagt, das kann in anderen Projekten im Detail anders aussehen, aber wichtig ist, dass die Anwendungsarchitektur sich direkt im Projekt widerspiegeln soll und es wird auch so sein, dass das Tooling, sprich unsere Workbench, diese Anwendungsarchitektur und diese Separation der Schichten beispielsweise unterstützen und auch einfordern wird zukünftig. Es wird beispielsweise Projekttemplates geben für solche Anwendungstypen hier und so weiter. So, wir haben eben die ganze Zeit über die Anwendungsschichten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass in dieser Beispielsanwendung die Views implementiert sind als CXP-Pages. Wir haben darüber gesprochen, dass es Controller gibt, die als Express++-Klassen implementiert sind. Wir haben die Models angerissen kurz für den Datenzugriff. Aber was genau sind jetzt eigentlich die Views? Beziehungsweise wie ist es möglich, dass diese CXP-Pages in diesem Projekt in den Desktop-Fenster angezeigt werden? Weil das ist es ja. Wir sprechen über Desktop-Anwendungen, nicht über Web-Anwendungen. Wie funktioniert das Ganze also? Ich habe zur Erläuterung und als Hintergrundinformation einmal die Prozessarchitektur einer bestehenden Express++-Anwendung hier skizziert. Ich habe oben links in der grünen Box die eigentliche Anwendung mit ihrem Code. Ich habe unten drunter liegend das Betriebssystem mit seiner Win32 API und seinen ganzen Diensten. Ich habe die Schnittstellen in dieser Richtung, beispielsweise über externen Calls aus dem Anwendungscode wird auf Dienste des Betriebssystems zugegriffen. Und ich habe die Express++ Laufzeitumgebung hier auf der rechten Seite in der grünen Box. Auch hier gibt es Schnittstellen natürlich auf horizontaler Ebene, also die Anwendung spricht zum Beispiel die Express Parts an oder öffnet Dateien über Funktionen der Runtime. Und es gibt auch Schnittstellen auf dieser Seite nach unten ins Betriebssystem natürlich, um das Ganze zu realisieren. Die Oberfläche der Anwendung lebt als Teil der Express++ Runtime hier repräsentiert durch die XBase-Parts und die Ereignisverarbeitung, das Event Management, EVM. Das sind Teile der Express++-Laufzeitumgebung, die eine sehr enge Bindung
ans Windows-Betriebssystem haben. Die XBase Parts, das sind ja unsere Statics, Single Line Entry Fields, Listboxen und so weiter, sind ja in der Regel Wrapper für Standard Windows Controls. Das heißt, auf dieser Seite gibt es eine sehr enge Bindung an die hostende Plattform. Das Ziel dieser Architektur damals war, die Migration von Clipper-Anwendungen zu unterstützen. Das heißt, es möglich zu machen, monolithisch implementierte Anwendungen möglichst einfach und flexibel in die Windows-Welt kriegen zu können. Vielleicht noch hier und da erweitert durch unser Multithreading oder ähnliche Merkmale. Aber das Ziel, wie gesagt, war es darum, das Ziel, wie gesagt, war, monolithische Anwendungen in die Windows-Welt zu bringen. Es hat ja, wie wir wissen, auch ganz gut geklappt. Seit damals hat sich die Zeit aber ziemlich verändert. Eine XBase++-Anwendung von heute muss so viel mehr Anforderungen erfüllen, als seine Anwendung damals musste. Sie muss sich integrieren mit anderen Anwendungen auf Unternehmensebene. Sie muss vielleicht ein Webfrontend haben. Sie muss in der Lage sein, auf Internetdienste zuzugreifen und so weiter. Das heißt, die Anforderungen an die Anwendungen von heute und damit auch auf die gesamte Prozessarchitektur ist eine ganz andere. Und dementsprechend sieht die Prozessarchitektur zukünftig auch ein bisschen anders aus. Ich habe zwar immer noch grundlegend meine Bausteine in diesem Diagramm. Ich habe meine Anwendung nach wie vor um links dargestellt in dieser grünen Box. Ich habe meine Schnittstellen vielleicht, also meine externen Calls in die Windows-Betriebssystemschichten. Ich habe die Schnittstellen zur XBase++-Runtime. Aber ich habe auf der rechten Seite dieses Diagramms eine zentrale Änderung. Da gibt es nämlich zukünftig einen HTML-CSS-Renderer. Das heißt, eine Laufzeitkomponente, die in der Lage ist, HTML und CSS-Code anzuzeigen. Und es gibt dort auch eine JavaScript-Engine, das heißt die Möglichkeit, JavaScript-Code auszuführen. Und das genau ist die Umgebung, in der die Views leben. Im Fall der Digital Signage-App ist das also diese Box auf der rechten Seite, der HTML- und CSS-Render und die JavaScript-Engine, die Umgebung, in der meine CXP-Pages laufen. Wichtig ist auch, dass aus Sicht der Anwendung und aus der Perspektive der XBase++-Runtime dieser HTML- und CSS-Renderer mehr oder weniger eine Blackbox ist. Das heißt, was uns interessiert, ist eigentlich die Bereitstellung des Anwendungscontainers und die Möglichkeit, meine UI darin laufen zu lassen. Es geht aber nicht darum, eine enge Kopplung mit der Anwendung zu erreichen, sondern das soll möglichst separiert und unabhängig von den anderen Anwendungsschichten laufen können, um, wie gesagt, auch die Möglichkeit zu haben, diesen gesamten Teil auszulagern und beispielsweise auf einem mobilen Endgerät laufen zu lassen. Der Fokus von dieser Prozessarchitektur ist also ein ganz anderer als der, den wir vorher gesehen haben auf dem Slide. Hier geht es um Flexibilität. Hier geht es um Zukunftsträchtigkeit. Und deswegen sieht das Diagramm im Detail aus, anders aus. Und deswegen ist es auf der rechten Seite eben auch so, dass diese Komponente der HTML- und CSS-Renderer und die JavaScript-Engine im Betrieb
im Prinzip austauschbar ist. Aus diesem Grund fehlen an dieser Stelle unten rechts auch die Pfeile, also die enge Bindung ans Betriebssystem. Noch kurz zu dem eben erwähnten HTML- und CSS-Render und der JavaScript-Unterstützung. Im Grunde ist das die gleiche Technologie, wie sie auch im Chrome-Browser und im Edge eingesetzt wird. Das heißt, wir haben damit endlich eine State-of-the-Art und moderne Oberflächentechnologie im Zugriff, mit der es möglich ist, alle aktuellen und modernen Frameworks einzusetzen und laufen zu lassen. Das Binding hatte ich ja auch schon erwähnt, erfolgt über unsere Webhändler, beispielsweise über REST-Schnittstellen. Das heißt, zukünftig wird es so sein, dass Express++-Anwendungen alle einen Endpunkt enthalten, der die Schnittstellen dafür exponiert. Im Fall einer solchen Web-UI-Desktop-Anwendung ist es so, dass dieser Endpunkt automatisch schon vom Framework mitgestartet wird. So, dann kommen wir noch auf einen anderen wichtigen Punkt, das ist der Zugriff auf Ressourcen oder konkret auf statische Dateien und statische Inhalte. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass unser Anspruch ist, dass diese Komponenten und Frameworks, die man da in seinem Projekt installiert und verwendet, aus dem Stand weglaufen sollen. Das heißt, wir möchten ja nicht, dass ihr HTML und JavaScript-Code anpassen müsst, damit das Ganze in der Express++-Umgebung läuft, sondern wir wollen stattdessen, dass es möglich ist, die einzusetzen, so wie man sie runtergeladen hat. Und dazu gehört eben auch dieser Aspekt hier. Ich lade mir eine Komponente runter, die besteht beispielsweise aus HTML-Code und JavaScript-Code. Und darin enthalten sind selbstverständlich in der Regel zumindest auch Referenzen auf externe Ressourcen, auf Hintergrundbilder, auf Icons, auf auch JavaScript-Dateien, die nachgeladen werden müssen, auf HTML-Dateien und so weiter. Das heißt auch Inhalte, die irgendwo abgelegt worden sind vom Komponentenentwickler und die jetzt natürlich zur Laufzeit auch innerhalb der Express++-Anwendung zur Verfügung stehen müssen. Das heißt, hier geht es darum, wie die im Komponentencode enthaltenen Referenzen aufgelöst werden können zur Laufzeit, damit sie eben nicht angepasst werden müssen für die Express++-Anwendung. Und genau dafür sind die sogenannten Resource-Controller-Klassen zuständig. Sie verwalten den Zugriff auf genau diese statischen Inhalte. Und gesteuert wird das Ganze über neue Routine-Eigenschaften der Endpunkte. Das heißt, ich bin damit in der Lage, sozusagen Zugriffe so umzubiegen, dass die Runtime in der Lage ist, diese Anforderungen zu bedienen und zum Beispiel Grafiken bereitzustellen und so weiter. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Hier in dieser Grafik ist das exemplarisch dargestellt. Ich habe auf der linken Seite in der grünen Box meinen HTML-Code, beispielsweise ein HTML-Image-Tag, das eine Grafik anzeigen soll. In diesem Fall wurde ursprünglich im Code angegeben, dass diese Image-Datei, also diese Grafikdatei, eine JPEG-Datei sein soll, die in einem Assets-Verzeichnis lag. Und das ist nun also der HTML-Code, der auch innerhalb der Express++-Anwendung zur Ausführung kommt und der jetzt irgendwie Zugriff bekommen muss auf diese JPEG-Datei
image.jpg. Das kann im Fall der statischen Inhalte auf zwei Wege geschehen. Zum einen als Zugriff auf eine Datei, das heißt derart, dass die Datei image.jpg mit installiert wird mit der Anwendung und dann geladen werden kann von der Runtime und an das HTML-Image-Tag geliefert werden kann. Oder ich kann natürlich auch eine solche Grafik in der Anwendungsressource, sprich in der Exe selber, damit ausliefern. Ich hatte ja schon gesagt eben, dass das Ganze gesteuert wird über ein sogenanntes Routing. Wie sowas im Code aussehen kann, ist oben exemplarisch dargestellt. In der zweiten Zeile in der weißen Box wird eine Route etabliert vom SS-Verzeichnis zu einer sogenannten WUI Default File Controller Klasse und deren Get-Methode. Und zusätzlich wird in dieser Route gesagt, dass Zugriffe über diesen WUI Default File Controller ebenfalls über ein SS-Verzeichnis passieren soll. Das heißt, dies ist genau der Weg, den ich eingangs skizziert habe. Das heißt, die Datei wird über einen File-Controller geladen und muss damit physisch mit installiert werden mit der Anwendung. Nachdem diese Route etabliert wurde, weiß das System also, dass alle Zugriffe auf dieses SS-Verzeichnis, hier symbolisiert durch die linke Seite, /assets/Stern, dass alle diese Zugriffe aufgelöst werden sollen über das, was auf der rechten Seite angegeben ist, nämlich über ein File-Controller-Objekt, das über seine Get-Methode in ein physisches SS-Verzeichnis langt und da die angeforderte Datei findet und laden kann. Das heißt, im hier dargestellten Fall des HTML-Image-Tags würde also dieser Zugriff, die Image-Source /assets/image.jpg aufgelöst vom File-Controller, in dem in das SS-Verzeichnis, Unterverzeichnis im Anwendungsverzeichnis gegangen wird und nach einer Datei image.jpg gesucht wird. Analog in dem Beispiel wird auch verfahren, um Views zu laden, sprich CXP-Pages zum Beispiel. Das heißt, wenn im HTML-Code oder auch aus dem JavaScript-Code raus ein Zugriff erfolgt auf eine CXP-Page, zum Beispiel im Views-Unterverzeichnis, kann die ebenfalls durch ein WUI-Default-File-Controller-Objekt aufgelöst werden, weil die Route dem sagt, dass das Zugriffsverzeichnis in diesem Fall das Views-Unterverzeichnis ist und dort wird dann dementsprechend nach der geforderten CXP-Page gesucht. Dies ist der Zugriff auf statische Inhalte. Es ist natürlich genauso gut möglich, sich Resource-Controller zu schreiben, die dynamische Inhalte bereitstellen, zum Beispiel Daten, die aus Tabellen gelesen werden. Auch dafür gibt es später noch ein Beispiel. So, jetzt hatten wir sehr viel Theorie. Schauen wir uns doch noch mal ein bisschen Praxis an, und zwar das Digital Signage App Projekt im Detail. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze konkret implementiert wurde. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass die Anwendungsarchitektur, sprich die einzelnen Anwendungsschichten im Projekt direkt repräsentiert sind. Ist. Das heißt, hier sieht man jetzt meine unterschiedlichen CXP-Pages, meine Views. Ich habe hier eine CXP-Page zum Beispiel für die Anzeige des aktuellen Raums, des Tagungsraums zum Beispiel. Konkret ist es hier so, dass ich mache die Schrift mal ein bisschen größer, damit es besser zu lesen ist, und sagen wir mal 16 Punkt.
Konkret ist es so, dass diese CXP-Page, dieser View, drei Eingabeparameter bekommt. Das sind jeweils Datenobjekte. Einmal die Informationen zum aktuellen Raum, als auch die Infos zum aktuell stattfindenden Vortrag und des nächsten Vortrags. Und mit diesen Informationen wird jetzt erstmal über statischen HTML-Code die Seitenstruktur an sich aufgebaut und dann aber auch immer wieder über Express++-Code, zum Beispiel hier, der dann zur Laufzeit ausgeführt wird, das heißt für einen bestimmten Raum ausgeführt wird, werden zum Beispiel der Raumname ausgelesen und mit ins HTML, das dann am Schluss angezeigt wird, ausgegeben. Es wird die Zeit angefordert und ausgegeben. Und es werden die Detailinformationen zur zum Beispiel aktuellen Session mit den übergebenen Informationen generiert. Es wird die nächste Veranstaltung, die nächste Session mit ihrem Namen ausgegeben oder eben, wenn es keine gibt, wird gesagt, dass dem so ist, dass es keine Veranstaltung gibt und so weiter und so fort. Ähnlich wird zum Beispiel auch in der Raumübersicht vorgegangen. Das war diese Seite mit den Kacheln für die einzelnen Räume. Auch hier habe ich einen Eingabeparameter. Das ist in dem Fall ein Array von Datenobjekten. Auch hier habe ich statischen HTML-Code, in dem meine Seitenstruktur angelegt ist. Aber ich habe auch eine Schleife mit Express++-Code implementiert, in der dann die einzelnen Kacheln für die Räume ausgegeben werden, ergänzt durch Informationen für den aktuellen Raum, wie zum Beispiel den Namen des Raums und die Anzahl der Teilnehmer. Das heißt, für jeden Eintrag in diesem Array wird eine solche Kachel generiert und mit ausgegeben, sodass dann am Schluss meine Raumübersicht entsteht. Ich habe ebenfalls, das habe ich ja schon angerissen, Klassen implementiert für den Datenzugriff. Ich habe ein Model für den Zugriff auf die Raumtabelle. Ich habe ein weiteres Model, also eine weitere Klasse für den Zugriff auf meine Session-Daten und so weiter. Und ich habe meine Controller. Das sind auch wieder Klassen, in denen in diesem Projekt die eigentliche Anwendungslogik enthalten ist. Das heißt, hier wird gesteuert, was eigentlich passiert. Wenn man sich zum Beispiel wieder die Raumübersicht anguckt, die ist ein bisschen einfacher und damit ganz gut zu verstehen, sieht man, es gibt in diesem Controller eine Get-Methode und in der wird mithilfe des Room-Models, das heißt mit meiner Klasse für den Zugriff auf die Raumtabelle, das Array erzeugt mit den Rauminformationen, das hatten wir eben schon kurz, und dieses Array wird dann an den Rooms-View, also an die CXP-Page, die Sicht, die für die Raumübersicht zuständig ist, übergeben. Das hatten wir eben schon gesehen. Da werden die Daten aus diesem Array dann am Schluss ausgelesen und angezeigt. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der etwas abstrakteren Sicht an. Hier haben wir unseren globalen Anspruchspunkt in die Anwendung, unsere Prozedur Main. Hier wird der Anwendungscontainer erzeugt. Das ist das Desktop-Fenster, in dem das Ganze lebt. Das ist, weil es sich, wie gesagt, um eine Single-Page-Anwendung handelt, eine spezielle Klasse, die ich mir hier geschrieben habe, die die Eigenschaften dieses Anwendungstyps ein bisschen wegkapseln soll. Zum Beispiel gibt es hier Code zur Steuerung meines Menüs und dieser Anwendungscontainer wird erzeugt, auf eine bestimmte Größe gesetzt. Es wird zugelassen, dass der Anwender mit der Maus
dieses Fenster vergrößern kann. Ich kann auf die Development Tools anzeigen lassen. Das brauche ich zum Debugging vielleicht. Es wird der Titel gesetzt und dann das Menü mit seinen Einträgen versehen. Das heißt, hier habe ich meine Menüeinträge für die Ansteuerung der Raumübersicht zum Beispiel. Das hier ist der URL, der dann anwendungsintern ausgeführt wird. Das heißt, wenn ich als Anwender ins Menü gehe und den Eintrag, ich kann das auch mal laufen lassen, damit man eine bessere visuelle Referenz hat. Wenn ich als Anwender ins Menü gehe und den Raumeintrag hier auswähle, dann kommt es intern zu einem Laden dieses URLs hier. Und das wiederum ist ein Zugriff auf eine exponierte Schnittstelle in meinem Rooms-Controller. Das heißt hier konkret die Get-Methode. Ich habe also den Menüeintrag angeklickt. Und dies führt dazu, dass über den internen Endpunkt ein Zugriff erfolgt, eine Ausführung erfolgt von dieser Get-Methode. Und darin wird die aktuelle Zeit abgefragt. Die wird hier oben rechts angezeigt, später mal. Es wird mit Hilfe des Room-Models, das heißt mit Daten aus meiner Room-Tabelle, ein Datenobjekt erzeugt. Und dieses Model hat hier zum Beispiel die Methode FindBy. Das heißt, ich suche mir hier den Tagungsraum raus. Das ist mein aktueller Raum, wo das Display stehen soll mit meiner Anwendung. Und habe dann als Ergebnis dieses Calls ein Datenobjekt mit den Informationen zu diesem aktuellen Raum. Es werden weitere Daten abgefragt, die aktuelle Session abgefragt und so weiter. Und dann werden die Daten übergeben an den Room View, das heißt meine Room CXP Page. Hier hatten wir eingangs auch schon kurz gesehen. Und hier habe ich meine Eingabedaten, die vom Controller übergeben wurden, zum Beispiel die Rauminformationen mit dem Namen des aktuellen Raums und so weiter, die dann von dieser CXP Page aufbereitet, ausgelesen und dem Anwender präsentiert werden. Ähnlich ist das auch bei den anderen Menüeinträgen implementiert. Wenn ich die Raumübersicht aufrufe, wird stattdessen der Rooms-Controller angesteuert. Genauer gesagt, dessen Get-Methode. Und da ist analog zu dem, was wir eben schon gesehen haben, die Logik implementiert, die die Daten für die Räume aggregiert. Hier mit dem Room-Model. Das heißt, hier wird aus der Raumtabelle mir alles geholt, was es an Räumen gibt. Das Ergebnis ist eine Reihe von Datenobjekten und das wird übergeben an meinen Rooms View, an meine Rooms CXP Page, die das entgegennimmt, wie eingangs schon skizziert, und dann in dieser Vorschleife hier die Kacheln aufbereitet für die Raumübersicht. So, damit sind wir fertig mit dem ersten Teil. Es war viel Holz, das heißt, wir können mal den Kopf ein bisschen lockern und die Schultern kreisen. Einen Schluck trinken vielleicht. Und dann gehen wir mit Elan in den zweiten Teil des Vortrags, wo es um die Erweiterung von bestehenden Express++-Anwendungen geht. Als Hintergrund vielleicht die Problemstellung. Aktuell ist es leider so, man kann das wirklich so hart formulieren, dass wir als Express++-Entwickler ziemlich in der Ecke stehen, in einem Bereich zumindest, und das ist der Bereich Integration von Third-Party-Komponenten. Es ist leider so, dass
die bestehende Schnittstelle für diesen Zweck, also COM und ActiveX konkret, immer weniger unterstützt wird. Das heißt, es ist zunehmend so, dass die Komponentenhersteller Neuentwicklungen gar nicht mehr auf diese Art und Weise bereitstellen oder gar nicht mehr die Komponenten über COM und ActiveX zur Verfügung stellen. Auch blöd ist aktuell, dass der Internet Explorer schon lange nicht mehr State of the Art ist. Und das ist deswegen blöd, weil der Internet Explorer ja die Technologie ist, die von unserer XPP HTML Window Klasse eingesetzt wird, um einen möglichen Weg für die Lösung des ersten Problems zu bieten. Das heißt, es gibt einige Entwickler unter euch, die den Internet Explorer bzw. die XPP HTML Window Klasse dafür einsetzen, um statt über COM und ActiveX auf diesem Weg auf Third-Party-Komponenten zuzugreifen, beispielsweise auf die Google Maps App API. Und es ist eben leider so, dass auch der Internet Explorer immer weniger unterstützt wird. Im Fall von Google Maps ist es zum Beispiel so, dass es zwar noch läuft aktuell, aber schon angekündigt ist, dass die Unterstützung aufgegeben wird zukünftig. Und es ist auch so, dass aktuell schon Warnungen eingeblendet werden von Google, die da sagen, Achtung, IE wird eingesetzt, das ist eine alte Technologie, die zukünftig nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, hier ist perspektivisch gesehen ein Problem. Und wie sieht die Lösung dafür aus? Ganz einfach, wir werden unsere Web-UI-Technologien, sprich unserem HTML- und CSS-Renderer und auch die JavaScript-Engine auch bestehenden Express++-Anwendungen zur Verfügung stellen, sodass es möglich ist, auf diesem Weg die genannten Einschränkungen zu umgehen. Das heißt, es kann eben über HTML und CSS und JavaScript-Frameworks jetzt auf aktuelle Komponenten zugegriffen werden und es ist nicht mehr ActiveX oder der Internet Explorer dafür nötig. Ich habe ein kleines Beispiel vorbereitet, was ein paar der dadurch sich bietenden Möglichkeiten demonstrieren soll. Ich habe das Projekt auf. Demo ERP, so nennt sich das Beispiel. Hier ist meine Workbench. Maximieren und starten. So. Hier sieht man mein kleines Beispielprojekt. Das ist eine Standard Xbase++ Xbase Part basierte Anwendung. Ich habe hier auf der linken Seite so ein kleines Aufklappmenü. Ich habe zwei Module exemplarisch implementiert, die Auftragsverarbeitung in Grundzügen und die Fahrzeugbearbeitung. Auch das sind Standard mit Xbase Parts realisierte Formulare. Das ist also eine ganz normale Desktop-Anwendung. Ich habe hier meine Auftragsdaten, ich habe hier meine Kundendaten und ich habe die Auftragspositionen. Und ich habe hier unten rechts das PDF der zugeordneten Rechnung, wenn es eins gibt. Das ist jetzt genau ein Beispiel für so ein Web-UI-Fenster, das hier als Child-Element des Dialogs erzeugt wurde. Das heißt, wenn ich jetzt zwischen den Aufträgen wechsle, wird auch die Rechnung, insofern es eine gibt, beziehungsweise das zugehörige PDF geladen und in diesem PDF-Anzeiger angezeigt. Ich kann hier die Größe ändern. Ich habe hier unterschiedliche Ansichten und so weiter. Das ist also eine JavaScript
Komponente, die ich runtergeladen habe aus dem Internet und die ich hier in meinem Projekt verwende. Außerdem habe ich im Fahrzeugmodul auch die Google Maps API exemplarisch verwendet. Hier öffnet sich mein Fenster gerade. Das ist ein Formular mit den Fahrzeugdaten. Hier gibt es ein Peugeot in der Tabelle und einen Fahrer namens TW, der gefahren ist von Frankfurt nach Nürnberg und dann ein bisschen später weiter von Nürnberg nach Regensburg. Und diese Route bzw. Teilrouten werden hier ebenfalls in einem Web-UI-Fenster mithilfe von der Google Maps-Komponente angezeigt. Das heißt, wechsle ich zwischen den Routenabschnitten, dann ändert sich auch die Karte und ich sehe den entsprechenden Kartenabschnitt. Das ist also ebenfalls ein Beispiel für eine JavaScript-Komponente, die ich in dem Projekt hier integriert und verwendet habe. Und wir schauen uns das einfach mal an, wie ich das realisiert habe. In diesem Projekt habe ich so gemacht, dass ich einfach die Dateien, die ich darunter geladen habe, für beispielsweise den PDF-Viewer, dass ich die in mein Projekt kopiert habe. Das heißt, im Aufträge-Unterverzeichnis, da wo die Auftragsverwaltung lebt, habe ich ein Unterverzeichnis Views erzeugt und habe den ganzen Krempel, den ich darunter geladen habe, einfach rein kopiert. Das heißt, hier ist meine Index-HTML-Seite, also das, was der Startpunkt ist für die Anzeige. Und hier ist die Implementierung der Komponente. Das ist JavaScript-Code, in dem dieser PDF-Viewer implementiert ist. Das alles habe ich gar nicht angefasst. Ich habe es, wie gesagt, einfach runtergeladen und hier reinkopiert, damit es zur Laufzeit zur Verfügung steht. Es sind auch zusätzliche Grafiken, die von diesem PDF-Anzeiger verwendet werden, abgelegt. Hier sind Knöpfe in der Toolbar für Fullscreen-Modus, Page Up, Page Down und so weiter. Das ist das, was wir in dem kleinen Viewer gesehen haben. Alles das, wie gesagt, ist unverändert und noch so, wie ich es runtergeladen habe. Und gucken wir uns jetzt kurz die Implementierung an. Wir wollen den PDF-Viewer sehen. Das heißt, ich gehe in die Auftragsverwaltung. Das ist, wie gesagt, ein ganz normales XWP-Dialog-basiertes Formular. Das heißt, hier finde ich meine gewohnten XBase-Parts, die hier erzeugt werden, meine Statics, meine Single-Line-Entry-Fields und so weiter. Das ist alles das, wie ihr es vermutlich in eurem Code auch finden werdet. Ein Static für die Postleitzahl, die Stadt, die Hausnummer und so weiter. Irgendwo kommen dann Push-Buttons. Aber, und das ist jetzt neu, hier am Ende wird zusätzlich zu den Standard-Parts noch ein sogenanntes XWP-VUI-Panel erzeugt. Das genau ist die Repräsentation meines Web-UI-Fensters. Und das verhält sich im Kontext dieser traditionellen Express++-Anwendung so, wie man das von einem Express-Parts erwarten würde. Das heißt, es gibt eine New-Methode, die kriegt ein Parent übergeben. In dem Fall ist das ein Static. Und nach dem Erzeugen des Objekts wird es hier konfiguriert. Und hier finde ich genau meine Routeneinstellung, die wir vorher schon auf einem Slide gesehen haben. Das heißt, hier sage ich dem System, wie werden die Ressourcenzugriffe in diesem PDF-Viewer aufgelöst, sodass beispielsweise das PDF gefunden wird und sodass die Komponente den HTML-Code und den JavaScript-Code findet. Und das passiert genauso, wie wir das schon gesehen haben. Das heißt, alles, was sich unterhalb des Views-Verzeichnisses befand, zum Zeitpunkt der Entwicklung der Komponente, alles das wird mithilfe eines File-Controllers hier auf der rechten Seite aufgelöst, indem
dessen GET-Methode aufgerufen wird, die dann ins Unterverzeichnis Aufträge und darin ins Verzeichnis Views geht und an dieser Stelle versucht, die von der Komponente geforderte Datei oder Ressource zu finden. Ich habe es ja schon gezeigt, ich habe einfach die Komponente mit all ihren Abhängigkeiten in dieses Views-Verzeichnis hier kopiert. Das heißt, wenn es im HTML- oder JavaScript-Code einen Zugriff gibt auf das Views-Interverzeichnis und das für JS-Unterverzeichnis, dann wird genau von diesem File-Controller der Zugriff hier an dieser Stelle versucht. Und wenn zum Beispiel die pdf.js-Datei angefordert wird, wird sie vom File-Controller hier gefunden, geöffnet, gelesen und an die Komponente zurückgegeben. Außerdem wird hier eine zweite Route etabliert. Das ist nötig für den Zugriff auf das eigentliche PDF. Das sehen wir gleich noch, wie das im Detail funktioniert. Ich habe mir hier, anders als im ersten Fall, wo ja ein File-Controller eingesetzt wird, eine eigene Resource-Controller-Klasse geschrieben für diesen Zweck. Und diese Klasse ist ein Beispiel für einen dynamischen Resource-Controller. Das heißt, hier werden keine statischen Inhalte zurückgeliefert, sondern das ist eine Resource-Controller-Klasse, die stattdessen die Auftragstabelle öffnet mit dem zugehörigen Index und darin das PDF sucht, das angefordert ist. Hier repräsentiert durch den Namen, das heißt, dafür gibt es einen entsprechenden Index-Eintrag. Und wenn diese Datei gefunden wurde, sprich, wenn sie vorhanden ist, dann werden die PDF-Daten, die direkt als Blob hier abgelegt sind, in der Tabelle zurückgeliefert als Antwort auf die Anforderung. So, ich habe hier mein WUI-Panel instanziert, auf die gleiche Art und Weise, wie ich das mit anderen Express-Parts auch mache. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, wie gewohnt, das Anfordern der Ressourcen. Das sehen wir hier durch den Aufruf der Methode create und die Parametrisierung, das heißt, die eigentliche Anzeige des PDFs passiert dann, wenn der Anwender anfängt, die Aufträge zu bearbeiten bzw. durchzuskippen. Und dazu wird hier der URL zusammengebaut für den Aufruf des PDF-Viewers. Der nennt sich Viewer.js, deswegen taucht das hier immer wieder im Code auf. Und dieser URL enthält einen Zugriff auf das virtuelle Views-Unterverzeichnis, das haben wir ja schon gesehen. Darin habe ich ja die Komponentendateien kopiert und das eigentliche PDF wird im Fall dieser Komponente als URL-Fragment, sprich einfach hier hinten dran, übergeben. Und darin wird auf ein virtuelles PDF-Unterverzeichnis zugegriffen, in dem die PDF-Datei liegt. Und dieser URL, den ich mir jetzt hier zusammengebastelt habe, der wird dann an das Panel, sprich an mein WebUI-Fenster übergeben und wird dort geladen mit Hilfe der Load-Methode. Ja, diesen Teil haben wir schon gesehen. Dieser Teil wird aufgelöst durch den Default-File-Controller, in dem die physische Datei in diesem Unterverzeichnis hier gesucht wird, die angefordert ist. In dem Fall ist das die Index-HTML-Seite, diese hier. Und als Parameter für diesen Aufruf, wie gesagt, das ist hinter diesem Hash-Zeichen hier, also hinter dem Gartenzaun, dieser Teil, virtuelles PDF-Unterverzeichnis, gefolgt vom Dateinamen. Und das wird durch meine zweite oben etablierte Route, durch diesen Teil hier nehme ich, umgeleitet auf meine eigene
eine Resource-Controller-Klasse, die ich eben schon gezeigt habe. Und da hatten wir schon gesehen, wird in der Auftragstabelle das PDF bzw. dessen Daten gesucht und dann zurückgeliefert. So ist also der PDF-Viewer implementiert, beziehungsweise so wurde er integriert. Ähnlich im Grunde ist das Vorgehen auch bei der Google Maps-Komponente. Auch dies ist ja ein XPath-basiertes Formular. Das heißt, hier habe ich wieder meine Statics, meine SLES-Push-Button und so weiter. Und zusätzlich, ähnlich wie wir es eben schon gesehen haben, wird ein sogenanntes WUI-Panel erzeugt. Es wird eine Route gesetzt, in diesem Fall auch wieder mithilfe des File-Controllers, der die von der Komponenten benötigten Dateien aus dem Unterverzeichnis Fahrzeuge Views liest. Hier bin ich genauso vorgegangen wie eben schon für den PDF-Viewer gezeigt. Das heißt, in meinem Fahrzeugmodul gibt es ein Unterverzeichnis Views, in das ich die Dateien, die ich runtergeladen habe von Google, einfach reinkopiert habe. Hier ist meine Index-HTML-Seite, meine Startseite sozusagen. Hier ist die JavaScript-Implementierung. Die wird eben gefunden und aufgelöst mit Hilfe dieser Route hier. Und das File-Controller-Objekt, das über die Get-Methode weiß, in Fahrzeugmodul, Views unter Verzeichnis, sind diese Dateien zu finden. Auch dieses Panel wird hier am Ende created, das heißt, die Ressourcen werden angefordert. Und auch hier ist die eigentliche Steuerung der Karte so realisiert, dass sie erfolgt, wenn der Benutzer durch die Fahrten skippt. Ich habe jetzt also in meinem Browser hier auf der linken Seite, ich rufe es nochmal auf, eine Route ausgewählt. Kann ja ruhig mal einen Breakpoint setzen an diese Stelle. Kann man das auch sehen. So, ich habe jetzt hier eine Route ausgewählt. Das heißt, die Ausführung stoppt an dieser Stelle, weil eine Route ausgewählt wurde. Und dann wird aus der Browserzeile der Startpunkt und der Endpunkt meiner Route ausgelesen. Zum Beispiel war hier der Start in Nürnberg und das Ende war in Regensburg. Diese Routeninformationen, das heißt der Startpunkt und der Endpunkt, wird in diesem Teil der Anwendung über einen Controller gesteuert bzw. zur Verfügung gestellt an die Google Maps Komponente. Ich habe sie genannt K-Route Controller. Und das ist, das können wir uns ja auch mal angucken, ein Webhändler, das heißt eine Klasse, die automatisch über den Anwendungsendpunkt Schnittstellen exponiert. In dem Fall ist das die Schnittstelle GetRouteData. Das heißt, die Google Maps-Komponente kann über diese Schnittstelle die gespeicherten Informationen, also den Routenstart und das Routenende abfragen und bekommt diese dann als JSON-Datenstrom mithilfe der Funktion var2JSON geliefert. Und das ist auch genau das, was passiert, wenn im nächsten Schritt die Indexseite der Komponente aufgerufen wird. Das heißt, wenn die Load-Methode des Panels aufgerufen wird und diese Indexseite hier zur Anzeige kommt. Hier ist es nämlich so, dass in dem HTML-Code in die Implementierung der Komponente gesprungen wird, beziehungsweise hier an dieser Stelle JavaScript-Code zur Ausführung kommt, implementiert in der Datei index.js. Und in diesem JavaScript-Code wird jetzt hier ein Renderer-Objekt für das Anzeigen der Karte initialisiert. Der Direction-Service erzeugt, der meine Route managt gleich. Und es wird über einen AJAX-Request genau mein K-Route-Controller angesteuert und dort die GetRouteData-Methode ausgeführt, die wir eben schon gesehen haben. K-Route-Controller, GetRouteData, diese gibt zurück den Routenstart und das Routenende
als JSON-Datenstrom. Und genau das wird dann im JavaScript-Code, das heißt komponentenseitig dazu verwendet, um den Startpunkt und den Endpunkt der anzuzeigenden Route zu setzen. Und dann wird die Karte initialisiert und den Rest macht die Komponente. Es sieht ein bisschen komplexer aus, als es eigentlich ist. Es ist vor allen Dingen umständlicher zu erklären, weil wir diesen Bruch sozusagen haben an der Technologiegrenze. Aber genau darum geht es ja. Wir möchten ja gerne, dass diese Komponenten, die ihr zukünftig einsetzt, einfach laufen aus dem Start weg. Das heißt, ihr müsst euch eben nicht oder nur sehr wenig mit diesen Internas befassen. Ich muss jetzt natürlich darstellen, damit die Zusammenhänge klar werden, aber eigentlich ist die Message, sowohl die Google Maps Komponente als auch der PDF-Viewer sind nach wie vor in dem Zustand, in dem ich sie damals runtergeladen habe, als ich dieses Beispielprojekt hier erstellt habe. So. So viel zu dem Beispiel. Der Vollständigkeit halber habe ich hier auch noch die Frameworks aufgeführt, die ich hier eingesetzt habe. Das ist zum einen der PDF-Viewer namens Viewer.js. Hier ist der URL, wo die Projektseite zu finden ist. Das ist eine schöne kleine Komponente, die nicht nur PDFs anzeigen kann, sondern auch OpenOffice-Dokumente und Spreadsheets. Es hat mir gut gefallen, ich musste nicht viel machen. Das, was ihr da eben in Aktion gesehen habt in der Anwendung, ist im Grunde eines der Beispiele, die hiermit ausgeliefert wird. Ähnlich war es auch im zweiten Fall. Hier ist der Link auf die Entwicklerseite von der Google Maps Plattform. Auch da habe ich mir eins der Beispiele runtergeladen und das unverändert in die Anwendung übernommen. So, wir sind ja eingestiegen in das ganze Thema mit dem Blick auf die Zukunft sozusagen. Da konnte man ein bisschen dran sehen, wo wir eigentlich herkommen, beziehungsweise wo die Web-UI als Technologie hin will und wo sie zu Hause ist. Aus diesem Grunde muss man auch erwähnen, die eine oder andere Einschränkung für bestehende Express++-Anwendung. Wir wollen diese Technologie verfügbar machen, um, wie gesagt, euch die Möglichkeit zu geben, auf moderne Frameworks und Oberflächenkomponenten zugreifen zu können. Aber es geht nicht darum, und das ist hier nochmal dargestellt, es geht nicht darum, dass auf diese Art und Weise Controls entwickelt werden sollen. Also das Ganze ist nicht dazu gedacht, um irgendwelche fancy Push-Buttons oder sowas mit dieser Technologie zu erstellen. Das kann gar nicht klappen, dazu ist es viel zu langsam. Es gibt eine JavaScript-Engine, es gibt den HTML- und CSS-Renderer. Das alles muss initialisiert werden. Es ist zudem noch so, dass der ganze Rendering-Teil out of process läuft. Das heißt, es gibt einen separaten Prozess oder genauer gesagt mehrere davon, die für die Ausgabe und die Verarbeitung zuständig sind, für diesen Teil der Anwendung. Sprich, das ist unheimlich mächtig, das braucht Zeit. Aus diesem Grunde ist das hier nicht der Einsatzzweck. Für diesen gibt es viel bessere Möglichkeiten, zum Beispiel die XPP HTML Window Klasse. Das ist ja auch ein kleiner und schlanker HTML- und CSS-Renderer, der so schnell ist, dass man damit auch einzelne Controls implementieren kann. Der ist genau dafür gedacht, genauso wie die XPP-HTML-Style-Klasse. Hier geht es um das sogenannte Owner-Drawing, das heißt um den Einsatz von HTML und CSS für das Malen von so gestalteten Inhalten. Auf dieser Ebene sind also besser die hier genannten Klassen einzusetzen als die Web-UI.
Und aus diesem Grunde, hier steht es ja auch nochmal klar ausformuliert, die XWP-Wool-Panels sollten nur sparsam in Express-Path-basierten Anwendungen eingesetzt werden. Zum Abschluss wollte ich noch kurz einen weiteren Aspekt dieser Resource-Controller zeigen. Steht da vielleicht die Frage noch im Raum, muss ich jetzt mit meiner Anwendung immer HTML und JavaScript-Dateien mit ausliefern? Die Antwort ist nein, weil ich hatte ja auch schon auf der anderen Folie gezeigt, dass es mehrere Zugriffswege gibt, über die ich mithilfe der Resource-Controller-Klassen die Referenzen auflösen bzw. die Anforderungen aus der eingesetzten Komponente bedienen kann. Und statt dem meistens eingesetzten File-Controller kann ich eben auch ein Resource-Controller-Objekt einsetzen und das erlaubt es mir, diese Anforderungen aus der Resource der Anwendung zu bedienen. Das heißt, mithilfe des ARCs, des Resource-Compilers und des Linkers diese Inhalte in die Exe selbst zu linken und die Anforderungen daraus zu bedienen. Und das geschieht folgendermaßen. In der unteren Box sieht man, wie eine solche Ressource angegeben werden muss. Es handelt sich hier um ein ZIP-Archiv, das heißt, alles das, was meine Komponente ausmacht, wird als ZIP-Archiv in die Exe gebrannt sozusagen. Wir nennen das ein View-Bundle. Das heißt, was da drin steckt, sind einzelne Dateien und auch eine gesamte Verzeichnisstruktur. Das heißt, alles das, was ich vorher in den Beispielen in meinen Unterverzeichnissen liegen hatte, steckt in diesem ZIP-Archiv. Und der Binary Resource Controller ist so intelligent, zur Laufzeit dieses ZIP-Archiv zu finden, zu laden und auszupacken und dann aus dem entpackten Archiv entsprechend die Anforderungen bedienen zu können. Ich sage es dem System durch eine dafür abgestellte Route. Das heißt, in diesem Beispiel hier ist es so, dass alle Zugriffe auf das Views-Verzeichnis über einen solchen Binary Resource Controller und dessen Get-Methode aufgelöst werden, in denen in diesen ZIP-Archiven im Endeffekt auch nach einem Unterverzeichnis Views gesucht wird und daraus dann entsprechend die gewünschte Datei geladen und zurückgeliefert wird. Im Projekt sieht das Ganze so aus. Ich habe dieses kleine ERP-Projekt, das ich eben mit dem PDF-Viewer und der Google Maps gezeigt habe, auch nochmal nach diesem Modell erzeugen lassen und habe hier in diesem Unterverzeichnis Standalone-Test nur die Exe meiner Anwendung, die benötigten DLLs, also die Binaries, die ich sowieso immer brauche, um die Anwendung starten zu können, und ich habe mein Datenverzeichnis. Hier mit der Auftragstabelle, der Fahrzeugtabelle und so weiter. Also das, was sowieso mit ausgeliefert wird mit der Anwendung. Sonst ist in diesem Ausführungsverzeichnis, also in dem, was ich ausliefere an den Kunden, nichts weiter enthalten. Insbesondere kein HTML und JavaScript-Dateien. Ich kann also hier einfach die Exe starten und sie kommt genauso hoch, wie ich das eben gesehen habe. In dem anderen Anwendungsfall, das heißt, ich kann genauso in mein Fahrzeugemodul gehen und bekomme, wie eben auch schon gesehen, meine Routenabschnitte angezeigt und kann zwischen diesen wechseln. Im Code ist das Ganze so gemacht. Ich brauche wieder meine Workbench. So. Ich habe
wie eben schon auf dem Slide angedeutet, meine Routen ein bisschen anders etabliert als im ersten Beispiel. Ich habe einen Binary Resource Controller verwendet statt eines File Controllers und habe hier eben dem System gesagt, dass die Dateien, die zur Komponente gehören, in diesem Unterverzeichnis hier Fahrzeuge und Views zu finden sind. Das gleiche ist auch bei dem PDF-Viewer so gemacht. Das heißt, auch hier habe ich einen Binary Resource Controller statt des File Controllers verwendet. Ansonsten ist der Code unverändert. Das heißt, das PDF selbst wird aus meiner Auftragstabelle geladen und im Fall der Karte wird der Startpunkt und der Endpunkt der Route hier über diesen K-Route Controller zur Laufzeit bereitgestellt. Ansonsten ist der Code des Projekts unverändert. Eine Änderung hat sich noch ergeben hier in der AEC-Datei. Hier genau, nämlich wird das schon erwähnte View-Bundle angegeben. Das heißt, hier sage ich dem Resource-Compiler, dass dieses ZIP-Archiv views.zip einzubinden ist und dann später beim Link-Vorgang in die Excel zu verbringen ist. Und dieses ZIP-Archiv ist einfach so entstanden, dass ich die Unterverzeichnisse mit den Komponentendateien genommen habe und in ein ZIP verschoben habe. Das heißt, ich habe sie einfach ausgewählt, habe gesagt, senden an ZIP-komponierten Ordner. Zack, und dadurch ist entstanden dieses ZIP-Archiv hier. Es gibt schon eins mit dem Namen Views, deswegen muss ich das hier umbenennen, um es zeigen zu können. Hier gibt es jetzt in dem ZIP-Archiv die Unterverzeichnisse Aufträge Views mit den HTML- und JavaScript-Dateien, die wir eben schon physisch auf Platte gesehen haben. Und es gibt genauso das Unterverzeichnis Fahrzeuge-Views mit den Dateien der Google Maps-Komponente. Ich habe eben aus Versehen beim Erzeugen des ZIP-Archivs auch die Quellcode-Dateien erwischt. Die sind natürlich nicht nötig zur Ausführung hier. Das heißt, die kann ich hier wieder löschen, sodass nur die der Komponente bekannten Dateien übrig bleiben in dem ZIP-Archiv. Und ja, das ist jetzt genau das, was ich über die ARC in meine Exe verbringen lasse, sodass der Binary Resource Controller dieses ZIP-Archiv dann zur Laufzeit entpacken kann und die Anforderungen bedienen kann. Also das, wir haben es ja eingangs gesehen, nichts weiter mit ausgeliefert werden muss, als die Binaries, sprich die Exe und die DLLs und die Daten, aber keine HTML, JavaScript oder CSS-Dateien. So. Puh, wir sind am Ende des Vortrags. Wir haben viel gesehen und viel gehört. Wichtig wäre mir, dass hoffentlich angekommen ist, dass die WebUI die Entwicklung moderner Desktop-Anwendungen auf Basis neuester Technologien erlaubt, dass er Zugriff erhaltet auf die modernsten Frameworks und Komponenten. Und es ist mir auch wichtig gezeigt zu haben, dass in bestehenden Express++-Anwendungen diese Technologien es möglich machen, um auch zukünftig den Dienst, den Zugriff auf Dienste, wie zum Beispiel die Google Maps API möglich zu machen, ohne die Einschränkungen, die schon beschrieben wurden. Und dass es auch in bestehenden Express++-Anwendungen möglich sein wird, mithilfe der WebUI moderne Oberflächenelemente zu erzeugen und zu verwenden. Damit danke ich für euer Interesse. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.